Jo Leute, hallo und herzlich willkommen hier wieder. Ich bin euer PicoSLP und wir spielen wieder APB Reloaded. Wir sind immer noch hier in dieser Mission und werden von unserem Gegner hier verfolgt. Ist auf jeden Fall richtig gut. Und ich darf nur noch 6-mal gekillt werden und wir müssen sie entweder 23-mal killen oder diese 10 Minuten und 19 Sekunden noch aushalten. Ob wir das hinbekommen, keiner weiß es. Es wird auf jeden Fall eine ziemlich enge Sache, egal wie das dann am Ende ausgeht. Sie hat gerade Verstärkung gefordert. Sie hat einen Teamkameraden. Ah, können wir auch irgendwie Verstärkung noch anfordern? Du konntest das doch letztens. Wie hast du das denn gemacht? Ich weiß es nicht. Ich guck mal kurz in die Optionen. Controls. Weil wenn die jetzt hier mit Driveway ankommen, dann wird es schwer für uns. Auto ist verdammt langsam. Ich guck gerade mal, was war das eben? Ich ziehe. Oje, oje. Wir sehen die ja leider okay, nicht. Okay, ich weiß gerade nicht, wie ich das machen muss. Die sehen uns, das ist jetzt ein bisschen problematisch. Die sind da, ey. Los, 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 los. Hallo? Schießt du? Ja, was ist. Da mal. Oh, ja, Gott. So viel zum Thema, ich soll schießen, ne? Das war schnell. Und hier ist schon der zweite. Deswegen, ich meine ja, das bringt nichts, wenn ich Drive-By mache. Vielleicht sollte ich fahren und du machst Drive-By. Ja. Ja, aber ich muss abhauen erstmal. Ich komme mal in deine Nähe, aber. Ich kann nichts machen, ganz ehrlich. Das dauert 10 Stunden, bis ich an ein Auto komme, weil entweder muss ich erstmal hier diesen Pass zeigen. Ja. Oder Hier, steig ein. Okay, du fährst. Los, los, los. Deswegen, ich habe keine Chance und dann können die mich ganz easy einfach umbekommen. Okay, von vorne, vorne, oder? Nee, doch nicht. Nee, von der Seite. Von. Das ist total schwer, da oben das fährt zu jemand machen, lang, ja. Der kommt aber nicht zu uns. Nee. Oh, doch, der kommt zu uns, aber langsam. Das Auto ist auch sehr langsam, was wir haben. Wir müssen ja eigentlich dieses Schnelle holen. Ja, los, 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 umsteigen, komm. Das schaffen wir nicht. Komm. Ja, mach, 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 mach. Ich bin Beifahrer. Los, los, oh. Da kommt jetzt schon der Gegner. Und ich bin Fahrer, steig ein, stellen. Oh mein Gott. Mann, ich kann nicht. Ich pack mich hier fest. Okay, du musst den töten. Komm, komm, komm. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Nee, los, komm, 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 komm. Alter, jetzt fahr doch mal, fahr doch, fahr, fahr doch. Fahr, 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 fahr. Fahr los. Fahr. Nein, keine Chance, ohne Scheiße, keine Chance. Ja, ich kann nichts machen. Ich kann einfach wirklich gar nichts machen. Ich habe nicht mal genügend Zeit, um mir halt in der irgendwie ein Auto zu holen oder sowas, weil ich immer direkt bei denen in der Nähe spawne. Ja, du hättest irgendwie bei mir einsteigen müssen, aber du bist nicht eingestiegen. Naja, ich musste erstmal warten, dass du dann den anderen Typen rauskickst, weil sonst warte ich da auch so ewig. Du bist 300 Meter von mir entfernt, das wird schwierig. Ich schnapp jetzt ein schnelles Auto, ja. Vielleicht können wir damit weg. Auf Dauer. Ich werde jetzt schon wieder abgeschossen. Dann spawnst du aber bei mir. Okay. Boah, 2 Leben sind 6 Minuten. Wie gesagt, ich werde direkt bei denen gespawnt immer. Ich hab's nicht mal geschafft, ein Auto zu bekommen. Jetzt musst du bei mir gespawnt werden. Ich bleib stehen. Oh Gott, du bist 400 Meter von mir entfernt. Du wirst wirklich bei denen gespawnt. Ich komm zu dir. Oh Gott, das wird nichts. 300 Meter, ey. Ich bin gerade dabei, ein Auto zu klauen und hab's. Ich hab's gerade mal geschafft, das Auto zu klauen, aber noch lange nicht weggefahren und es brennt schon wieder, explodiert. Keine Chance. Ja, du wirst bei denen gespawnt, nicht bei mir. Das ja, ist deswegen, ich kann nichts machen und wenn ich die ganze Zeit alleine gespawnt werde. Hier, jetzt, steig ein, steig ein, steig ein. Los, 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 los. Lass mich fahren, damit du Drive-By machen nein, kannst. Nein, nein, steig ein, komm. Ja, ohne kann ich nicht, wenn du wegfährst. Los, ohne Drive-By fahren los. Das Auto so langsam. Mit dem VIP kann man nicht schnell fahren. Das ist ja nett. Hinter uns sind die schon. Also natürlich. Nein. Das ist vorbei.
Nee. Ja, gut. Echt, das mit dem VIP-Modus ist extrem hart, vor allem wenn die zu zweit sind. Ja. Da kann man einfach nichts mehr machen. Ja, vor allem das Fahrzeug bleibt auch langsam. Das ist natürlich gemein. Naja, vor allem wenn wir zu zweit sind und die anderen auch zu zweit, dann haben wir einfach keine Chance, da überhaupt irgendwas zu machen, weißt du? Das stimmt, das stimmt. Okay, ich guck mal, ob ich jetzt inzwischen... Nee, ich kann immer noch keine neuen Waffen holen. Ich bin immer noch kein neuer Polizeirang. Okay, dann guck das jetzt mal eben nach, auch wenn es jetzt natürlich doof ist, weil es in der Aufnahme ist, aber... Ja. Guck das mal eben nach, wie wir das, wie wir Bullenrang steigen. Alles klar. Ah, ernsthaft, keine Chance, wenn du... Wenn man nur zu zweit ist, kann man ja nicht mal irgendwie noch mit einem anderen Fahrzeug die ablenken oder sowas. Vor allem bis dahin haben wir das ja alles gut hinbekommen, bis dies mit dem, mit der VIP-Mission kam. Was gibt's denn hier noch so? Ich guck grad, ob ich hier alles klar. Kann. Wir müssen zu Chang'e. Okay. Chang'e ist allerdings nicht auf dieser Map. Das heißt, wir müssen das District wechseln. Wieso müssen wir zu Chang'e? Weil der uns eine Waffe gibt. Und der wir den Bullenrang steigen können, so wie ich das hier richtig gelesen habe. Jetzt ernsthaft? Ja. Okay, und auf welcher Map gibt's den? Auf einer anderen, nicht auf der. Weißt du auf welcher? Ja, ich denke schon. Okay, dann müssen wir hier Distriktwahl machen. Sag, welchen auf welchen Distrikt wir wechseln hier. Ja. Dann machen wir das jetzt mal eben hier. Ein offener Konflikt. Waren wir doch eben schon. Wir müssen aber auf Waterfront District. Also offener Konflikt, Waterfront District EM2. Okay? Okay. Geh rauf. Okay, da wo 22 Leute waren. Yep. Meine ich jedenfalls. Und solange trinke ich hier mal eben ein Schlückchen. Aber damit alles nicht austrocknet hier. Na gut. Oh, ja. Ist ein bisschen kompliziert erklärt, aber... Ich wollte eigentlich mal erklären, was ich heute noch so für eine Essensaktion gebracht habe in der Schule. Ja. Und zwar, als wir Pause hatten, ja, ich dachte mir so, ja gut, bist allein unterwegs. Mein Kumpel musste da gerade zu einer Schulsprecherwahl hin. Ja. Und ich dachte mir so, ja gut, was machst du? Gehst halt einfach mal zu einem Lebensmittelgeschäft. Ich sag mal jetzt keinen Namen. Ja, welches Lebensmittelgeschäft war das denn? Das sage ich nicht. Es beginnt mit K und geht mit Eisers weiter. Alles klar. Und jedenfalls... ja, jedenfalls dachte ich mir so, naja, was holst du dir? Bin so durchgelatscht, dachte mir so, ja, okay, hol ich mir hier so ein, warte, wie heißen die? Die heißen Butterzopf. So ein Butterzopf habe ich mir geholt. Jedenfalls so ein Gebäckteil halt. Und dann dachte ich mir so, naja, gut, aber so ganz trocken schmeckt's ja nicht. Was macht der Simon? Was macht er? Er holt sich einfach noch ein Nusspli zum Reintunken. Einfach mal ja. So beides geholt und dann müssen wir so mal durchtunken und sowas. Ich glaube, andere, die da saßen, dachten sich sowas für ein Spasti. Okay, also jetzt bin ich hier bei diesem Chang'e. Ich noch nicht. Und was machen wir da jetzt? Du musst ihn erstmal im Eid leisten. Ja. Okay, habe ich denn jetzt gemacht. Denn wir müssen bei ihm leveln. Ich bin jetzt auch gleich da, hoffentlich. Ah, das ist ja eine tolle Information. Haben wir das beim letzten Mal zufällig richtig gemacht, als wir zu zweit nur so gespielt hatten? Ich glaube ja. Welches Level hast du denn bei ihm? Vielleicht sind wir schon. Ich habe bei ihm Level 1. Ja, okay. Also, weil wir brauchen von ihm eine Waffe und zwar... Wir brauchen die Stabber CCG, das ist eine nicht tödliche Primärwaffe. Und mit der müssen wir Verbrecher zur Strecke bringen. Und dann steigen wir den Bullenrang.
Okay, aber können wir die nicht auch so irgendwie festnehmen? Nein, ohne die Waffe können wir das nicht machen. Soweit ich das jetzt gelesen habe. Okay. Das heißt, ja, so Level 2 sind wir, glaube ich, nach einer Mission schon. Dann können wir gleich wiederkommen. Okay, ich sitze hier unten schon drin. Ist klar. Ich drück gleich mal K, damit wir hier eine Mission bekommen. Alles klar, dann mal los. Mal gucken, aber natürlich, wenn wir denn Rang 2 sind, ich glaube, wir müssen Rang 10 sein, um die zu bekommen, oder? Nee, Rang 2 stand da. Achso. Ich hab's extra gelesen. Okay. Ich weiß noch nicht ganz, wie das mit dem Verhaften funktioniert, ob wir einfach auf die Leute schießen können und dann sind verhaftet, aber... Das wäre lustig. Einfach pupp verhaftet. Aber ja, aber sonst, davor waren wir doch bei Eva Orlandis immer. Ja, aber die gibt uns nicht die nötige Waffe, leider. Mhm. Und... Ja, ich hab das noch nicht ganz verstanden, aber ich denke mal, das lernen wir noch alles. Ich dachte, wir müssen uns hier einreihen, so ein bisschen. Ich hab gar nichts kaputt gemacht. Du bist gerade wieder voll leise übrigens. Ja, keine Ahnung. Ja. Immer noch? Ja, naja, es geht jetzt, aber kannst du dich noch ein bisschen lauter machen. Beziehungsweise okay, dein, dein Mix so ein bisschen näher... So fast ja, schon in den Mund reinchecken. Jetzt. Ja, jetzt besser. Okay. Jetzt wieder nicht mehr. Egal! Okay, Mission hat begonnen. Mission. Wieso sind die eigentlich immer hinter einem? Weil es uns so einfach wäre. Okay. Immer noch leise. Ja, ein bisschen. Egal, damit müsst ihr jetzt leben. Ja. Wir haben einen Gegner, wir sind zu zweit. Das sollte gehen. Kommt drauf an, wie gut der Gegner ist, ne? Ja, vorhin haben wir doch alles. Das er. Überfahren, überfahren. Ich kann ihn nicht so einfach überfahren, das ist das Problem. Ich hab ihn. Gut. Okay, sauber. Siehst du mal meinen. Wo ist der links rein, oder? Okay, der ist fast down. Der hat aber einen Sniper. Wir müssen hier rein, oder? Ich bin tot, ja. Also, da war aber noch ein Gegner, ich wollte dich dran erinnern. Nee, warte, das ist das Polizeihauptquartier. Ist auch gut, ja. Kannst du auch rein. Der hat einen Sniper, der Eis. Nicht auf Entfernung gegen ihn. Ich hab ja zwei Schüsse gebaut. Okay, er ist wieder rausgegangen. Okay, ich wurde von mindestens zwei Leuten geballert jetzt. Ach, da bist du ja auch schon. Ja. Ich glaube, der war eben hier drin und ich hatte auf den auf jeden Fall geschossen, als er... Okay, ich hab einen. Sehr schön. Aber ich hab ein wenig Heal nur noch. Ich bin auf dem Weg. Siehst du einen? Oh, ich geh zurück, wenn du zu wenig Leben hast. Ah. Ich renn hier von der Seite zu ihm. Oh Gott, wo ist er denn? Er war eben auf einer Straßenkreuzung da, direkt an der, am Police Department. Oh ja. Egal, aber ich habe ihn auf jeden Fall schon sehr viel abgezogen. Ah, Mann. Wie weit bist du jetzt? Hast du welche bekommen? Ich muss gerade kämpfen. Ich treffe ihn gut. Okay, ich hab ihn. Hast du? Ist ja jetzt egal, oder? Wir sind ja eh ein Team. Nein, die sind beide oben. Der erste sagt Heck. Ah, fuck, die sind beide da oben drin in dem Haus. Wenn du versuchst, da reinzugehen, die sind beide oben... Ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Die sind beide auf so einer Terrasse im Prinzip, so. Also alles mehr so ein Balkon, klar. So. Dann weiß ich Bescheid. Also die verstecken sich auf jeden Fall oben, beide hinter so einer Brüstung. Weiß nicht, hast du ihn jetzt schon gesehen? Nee. Ich guck grad mal, ob ich über einen anderen Weg besser reinkomme. Lauf hier grad mal lang, ich bin gleich da. Ich sehe die nicht. Okay, ich sehe einen. Doch, ich sehe die. Nein, ich hab's nicht mehr geschafft rüberzukommen. Egal, ich hab auf jeden Fall den einen Typen abgeballert. Der andere, also ich weiß nicht, welchen du jetzt getötet hast, aber der eine... du hast kein Essen bekommen.
Ich weiß es nicht, ich bin gerade in dem neuen Spawn-Modus hier. Da kann er das, glaube ich, nicht sehen. Nee, aber du hast kein Assist bekommen. Ich würde es ja sehen. Achso. Okay, er hat mich. Aber er dürfte nicht viel haben. Wir haben natürlich eine sehr gute Position. Eine Minute. Es wird schwierig, denke ich, aber nicht unmöglich, wenn wir einmal da oben wegholen. Nein, die ist hinter mir. Ah, Kacke. Ich dachte nicht, dass die vorrennt in der Zeit. Wenn ich nur wüsste, wie man da hochkommt. Hm, nicht schlecht, nicht schlecht. Hier aber kommt man hoch. Ich hol mir die von hinten. Wenn okay, du vielleicht gleich da bist, dann kannst du das machen. Na, ich muss erstmal neu gespawnt werden. Ich bin jetzt bei beiden. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich jetzt schon ein bisschen mehr hole als beim letzten Mal. Also als ihr in der letzten Session hier gespielt habt. Ich habe beide. Okay, sauber. Oh, wir haben wenige Sekunden. Aber wir haben zu viele Gegner, glaube ich. Ich versuche es einzunehmen. Oh nein, oh nein. Ja, ich bin gerade im Einnehmpunkt gewesen, da kam ein Gegner. Schade, schade, schade. Na gut. Oh, wir haben uns gerade noch ein Battle geliefert, aber egal. So, wir haben jetzt Stufe 2 bei Chang'e. Das heißt, wir können uns jetzt die nicht-tödliche Waffe kaufen und sehen, wie die funktioniert. Warte, ich muss gerade mal gucken. Ja, oh, es gibt mehrere Waffen jetzt. Ich will jetzt aber die nicht-tödliche Waffe. Ja. Und wollen Sie die Waffe verwenden? Natürlich möchte ich das. Mhm, so einer bist du also. Ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste, um die Tür zu öffnen, ist ja schön. Das sieht sehr interessant aus. Es ist 300... Wie kann ich denn plötzlich 300 Meter von unserer Base entfernt sein? Ich muss jetzt mal eben hier ein Auto besorgen. Das ist ja eine interessante Waffe. Nicht tödliche Munition. Was macht der denn? Und mit der können wir jetzt Ränge steigen, oder wie? Ja, ich weiß noch nicht, ob wir auch Permissionen die verwenden sollen. Vielleicht, wenn wir die treffen, dann sind die so verwundet auf dem Boden und wir können die festnehmen. Das wäre natürlich witzig, ne? Ja, aber ich glaube, das geht nicht. Ne, wir können es ja mal testen, wie es funktioniert. Wenn wir gleich bei einer Mission sind und keinen töten und die ganze Zeit nur sterben, dann wissen wir haben es falsch gemacht. Ja. Guck mal, ich habe die in der Hand, die sieht schon witzig aus. So, und wo bekommt man die jetzt? Kaufen oder was? Ja. Genau. Ich habe auf jeden Fall jetzt auch die anderen Waffen freigeschaltet. Die AK und sowas habe ich jetzt auch. Ja, okay. Aber kauf dir mal die nicht tödliche, wir versuchen es damit. Ja, ja, klar. So, kaufen. Okay. Jetzt ja, die Waffe verwenden, ja. Da muss es ernsthaft laden, bis man die Waffe verwenden kann. Na klar. Oh Mann. Das sieht aus, als ob ich eine Wasserpistole hätte. Ja, ne? Ah, ja, ich weiß jetzt nicht, wie sie funktioniert, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich würde sagen, wir testen es einfach mal, oder? Jo, nächste Mission. Let's go. Obwohl, wir sind jetzt schon gerade bei fast 19 Minuten. Ja, das schaffen wir eine Mission. Kann man mit dir auch Drive-By machen? Das ist natürlich geil. Dein Arm ist gerade wieder verbuggt. Bei mir diesmal nicht. Oh Gott, wir betteln hier gerade wieder um Geld. Warte, bleib mal stehen. Ja. Okay, die hat's getötet. Toll. Und die anderen können wir ja eh nicht abschießen. Das heißt, wir können es ja nur in Missionen benutzen eigentlich. Weißt du, was ich meine? Ja. Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal hier auf Missionssuche. Aber wahrscheinlich werden wir erst die nächste Mission richtig spielen, wenn wir dann die nächste Folge starten. Also Leute, wir sind hier schön mit behinderten Drive-By am Start. Ja, und mit Wasserpistolen. Ja.
Komm, wir stellen uns hier mal hin mit den krassen Wasserpistolen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, mein hält die Wasserpistole auch noch gerade so hoch. Krass. Ja, jetzt meine. Warte. Wir stellen uns einfach mal so nebeneinander. Na klar. So richtig so cool-mäßig. FBI, ja. FBI. Siehst du nicht meine Marke, meine Sheriff-Marke? Wie wir beide so einfach nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Okay. Warte mal, ich will mal was testen. Oh, okay. Los geht's. Ich habe keinen Alarmanlage, also keine Dings. Aber wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wieder ohne Alarmanlage, ja, auf jeden Fall. Also bis dahin, Leute. Bis zur nächsten Folge. Ciao.